Hey Leute, ich bin Simon Große Johann. Ich habe Style. Ich werde eingekleidet. Ich habe Personal, was sich um mich kümmert, was mir das Essen kredenzt. Ich muss nicht arbeiten. Man kann sagen, Leute, ich hab's geschafft. Aber Master Jam noch nicht. Es ist noch ein langer, weiter, steiniger Weg dorthin. Deswegen keep on rocking mit deinem YouTube-Channel. Und bis dahin alles Liebe von Simon. Yeah! Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Von wegen Schokolade löst keine Probleme. Schon mal versucht, mit vollem Mund zu heulen? Ich mache jetzt einen YouTube-Kanal mit Furzvideos. Ich möchte auch zu einem dieser Inflatulenzer werden. Ich sollte heute im Gemüsegarten auf den Salat aufpassen. Jetzt rate mal, wer ein Schneckenrennen veranstaltet hat. Rassismus im Fußballstadion. Oder wie die FIFA es nennt. Bitte was? Willst du mit mir flirten? Dann wink mir bitte mit dem Zaunpfahl. Wenn ich Französisch spreche, dann werde ich direkt unterwürfig. Das ergibt sich einfach so von selbst. Liebt ihr das Wegfressen der Vorräte im Kühlschrank auch so sehr, wenn es in den Urlaub geht? Mit genug Ketchup schmeckt auch ein alter Teppich ganz gut. Wie viele Staffeln hat die Tagesschau eigentlich schon? Totgesagte leben länger. Mit Calgon. Hab jetzt mit Fitness begonnen. Mein Ziel? Amerikanischer Gouverneur. Die SPD brexitet schon wieder die Koalition mit der CDU. Damals, als Photoshop noch Retusche hieß und verdammt viel Handarbeit war. An Halloween gehe ich als Captain Low Budget mit einer Mülltüte als Cape. Was ist, wenn der Schmetterlingseffekt real ist und Fidget Spinner die ganzen Hurricanes erzeugen? Früher sagte man Automobil, heute heißt es Stauto. Ich liebe Hamburgs Kneipen. Das Bier warm, die Suppe kalt und wenn man nicht rechtzeitig abhaut, muss man auch noch bezahlen. Mein Name ist Laus. Nicole Laus. Punk ist nicht tot. Punk putzt am Freitag die Küche, damit er es am Samstag nicht machen muss. Da ist nämlich die Wäsche dran. Wenn Mutti in der Küche based, Vati auf LSB upspaced, Upi sich den Eimer krallt, dann kommt Obi mit den Pillen bald. Was trinken Menschen, die regelmäßig verschlafen, am liebsten? Ein Snoozy. Wohnung gefunden. Zwei Kokser ziehen zusammen. Ist Ekel-HFD neue Rechtschreibung oder neue rechte Schreibung? Ich wurde auf dem Dorf großgezogen. Ich bin nicht aufgewachsen, ich habe überlebt. Neulich meinte mein Arzt zu mir, kein Plan, Bro, war nicht klausurrelevant. Spiegelei, Spiegelei an der Wand. Wer ist der Ungeschickteste im ganzen Land? Ich bin so hungrig, ich könnte glatt die Pizzakrümel aus den Zwischenräumen meiner Tastatur. Alles ist ein Boomerang, wenn man es nach oben wirft. Ich könnte niemals fremdgehen, dann müsste ich ja zwei Menschen finden, die mich attraktiv finden. Ich bin nicht eingebildet, mich gibt es wirklich. Mein Vater schickt einfach die effizientesten Nachrichten. Ich, wann bist du da? Er, Gleichzeichen. Beziehungsstatus erledigt. Ich war heute früh so verpeilt, dass ich anstatt zur Arbeit in den Urlaub geflogen bin. Ups, meine Physikkenntnisse reichen von Dinge fallen runter bis hin zu Strom schmeckt Auer. Ich trinke gerade mit dem Sonnenuntergang um die Wette. Mal sehen, wem zuerst das Licht ausgeht. Mir oder der Welt. Yo, herzlichen Dank an Simon Dose Johann für den kleinen Clip und an der Stelle nochmal gute Besserung. Ich habe jetzt kürzlich angefangen, ein paar meiner Lieblingspromis zu fragen, ob sie nicht mal bei einer Folge lustige Witze dabei sein wollen. Ob in Zukunft noch jemand mitmacht, ich habe wirklich keine Ahnung, aber wenn ihr Ideen habt, wen ich mal anhauen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Haut raus, bis nächste Woche.